Gut. Überbrück kurz die Pause mit einem weiteren Räusperer, während Ido die Sendungsnotizen auf. Also, Also, na. na, Okay, dann kommen wir zum jetzt nächsten muss ich was Thema. trinken, ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Die AMD legt jetzt weiter vor und bringt demnächst seine ersten Ryzen 8000 Prozessoren außer. Und laut den ersten so Vermutungen wird es jetzt zwar, ist es jetzt nicht eine neue Architektur, sondern sie machen einfach nur einen Schritt weiter, one step further. Verklären ein bisschen den Prozess, haben ein bisschen was optimiert und Und mög KI ist mehr drin. ja und eigenen Schnittstellen für Photoshop, also für die Adobe-Produkte halt vor allem. Für die Berechnung von einzelnen Sachen schaffen sie halt quasi da die Schnittstellen, was ja auch Sinn macht, insofern, wenn man schaut, wie viele Kerne das ganze Zeug ja in Zukunft haben soll. Also die NPUs, also das sind dem dann, was sind die NPUs nochmal? Früher war es APU, was ist jetzt ein NPU? Wird das irgendwo erklärt? Ja, mittlerweile hat ja je, mit, das haben sie ja jetzt auch umgestellt, dass glaube ich jeder Prozessor von seine von AMD hat ja jetzt eine Grafikkarte mit drin. Das schon, das schon, das schon. Aber das waren früher die So. APUs. Warte mal, was ist denn das? Was ist eine NPU? Schauen wir mal. Schauen wir mal. NPU. Neural Ah, Processing. NPU ist Neural Okay. Processing. Ja, okay. Also haben sie ja, die haben das KI-Modul dann drinnen. Okay. Okay. Dann sehen wir es ja eh, na, wie das da weitergeht. Also der Ryzen 9 mit 8 Kerne, 16 Threads, 5,2 GHz Maximalboost und 35 bis 450 Watt. Aufnahme bei einem Notebook, also und mit NPU, also wow, das geht schon gut ab. Da, und das ist das Topmodell. Und man überschlägt sich da jetzt zwar noch nicht unbedingt mit Lobeshymnen, aber es schaut so aus, als wäre es für Intel jetzt zwar nicht mehr ein Klatsche, nachdem Intel jetzt auch ein bisschen nachgebessert hat, aber trotzdem wieder so eine Sache, wo bei der reinen Rohleistung AMD wieder nochmal ein bisschen wieder davon schwimmt. Ja, das ist jetzt ja, die Diskussion ist da ja immer, für einen normalen User ist es wahrscheinlich eh schon wurscht, was er da kauft. Ob da jetzt ein Intel-CPU kaufst oder ein AMD-CPU, wahrscheinlich ist das Beste, du kaufst das, wo du den besten Preis gerade kriegst. Das geht's ja. Und AMD schafft es halt momentan da ein bisschen im Preis zu drücken, generell am Markt. Ja, aber schauen wir mal, was so Notebooks, also sagen wir mal so richtig, jetzt keine Low-Level 300 € Notebooks, aber sagen wir so Mid-End-Consumer Notebooks, wo die preislich waren vor 6, 7, 8 Jahren. Also immer Minimum so um die 1000 bis 1500 € mit den Intel-Prozessoren. Ja. Und AMD hat da zumindest den Preis schon ein bisschen runtergedruckt. Also von dem Ja. her ist es eh sehr erfreulich. Und eben die 8000er, die kommen jetzt erstens einmal für die Notebooks. Bei Notebooks hat halt AMD immer noch ein bisschen das leidige Intel-Problem, dass er Intel-Verträge mit den ganz großen Zulieferern hat. Dell. Ist es bei dir jetzt noch immer so, ich weiß jetzt eins nicht, AMD circa normal bei Grafikkarten und bei Prozessoren immer ein bisschen mehr Strom. Ja, aber ich glaube, Sei das nicht. Problem hat sich mittlerweile gelegt. Weil ich glaube, bei den Grafikkarten haben sie das noch immer, dass Nvidia da schon In der weniger Strom ich glaube so in der durchzieht. Effizienz, glaube ich, ist Nvidia zumindest bei der Grafik ein bisschen flotter, aber das macht jetzt in dem Fall ist es ziemlich wurscht, weil da geht es jetzt hauptsächlich um Notebooks, wo GPU und Grafikchip auf einem Chip sind, sowas kann Nvidia nicht einmal bieten. Sowas hat Nvidia ja nicht einmal. Ja, es ist Nvidia wurscht. Eben. Fassen wir es zusammen, weil Nvidia Und für die ist High, ziemlich für auf die, KI da jungs. geht es ja wirklich jetzt um die kombinierten Prozessoren. Für die High-End Gaming Notebooks gibt es ja immer am Prozessor und das GPU-Modul immer Ja, separat. richtig, richtig. So von Richtig. der reinen Gut. Energieeffizienz sind die, also
die Prozessoren haben aufgeschlossen zu Intel. Also wenn es um die reine Energieeffizienz geht, sind die sogar ein bisschen besser aufgestellt. Bei der Grafik ist es doch jetzt mit den Modellen wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Da müsste man wirklich so die GPUs direkt aneinander mal vergleichen. Aber ich glaube, die schenken sich generell nichts mehr. Ich meine, ich bin zumindest einmal froh, dass AMD generell angefangen hat, da jetzt auch die Grafikeinheiten zu integrieren in die Prozessoren. Weil das passt schon und man erkennt halt sehr stark diesen ARM-Trend bei den CPUs. Ja, der eine Trend ist mit der Effizienz und mit den Performance-Kerne. Und dann noch ein Neural Engine dazu, damit sozusagen den Hauptprozessor das auch noch ausgelagert ist. Ja. Also das macht dann schon Sinn, also den Trend erkennt man da jetzt schon auch. Ja. Na, ist gut, ja, also finde ich gut und ich bin nochmal gespannt. Also ich werde für mich nie in Frage kommen, ein Notebook mit AMD CPU, GPU zu kaufen für mich, weil sowas hat Apple ja nicht. Aber bis jetzt. Warum sollten sie? Eh. Aber warum? Ich werde immer gefragt, ob ich ein Notebook empfehlen kann oder irgendwas empfehlen kann oder es empfehlen kann und mittlerweile glaube ich, kann man so als reines All-in-One-Gerät Notebook mit einem AMD-Kombi-Prozessor ohne weiteres empfehlen. Ich meine, obwohl ich persönlich, wenn nicht unbedingt ein neues kaufen muss, würde ich noch auf die neuen Qualcomm-Prozessoren warten. Dann? Weil ich wäre zumindest gespannt, wie die von der Batterielaufzeit her dann performen werden. Und dann? Hast du Windows on ARM? Nein, Windows schiebt ja deshalb ein eigenes Update. Ja, jetzt. Aber... Also, ich würde warten. Das heißt, wenn man kann, würde ich warten, weil eventuell könnte spannend werden. Da bin ich gespannt wirklich auf die ersten Benchmarks und vor allem im Vergleich zu aktuellen Notebook-Prozessoren von AMD und von Intel, wo es um die Performance geht. Also mir geht es um die Performance, nicht um die Energieeffizienz. Das ist klar. Ja, ich weiß. Ja, es geht auch um die Energieeffizienz natürlich, nachher, wenn die Performance stimmt. Wobei man ja aber jetzt sagen muss, dass Energieeffizienz bei Apple Silicon jetzt auch nicht unbedingt das... Man muss immer auf den Anwendungsfall schauen. Ich habe es in einem anderen Podcast erfahren, da ist einer von den Hosts, macht sehr viel 3D Dings, also mit 3D Studio Max, Blender und so weiter. Und da ist es darum gegangen, du musst ja die komplexen Szenen dann ja außen rendern mit Raytracing. Das kennst du vielleicht noch von früher, wie lange sowas dauert. Oh ja, kann ein bisschen. Mit seinem M3 MacBook Air hätte das Ganze mehrere Wochen gedauert. Oder zumindest eine Woche gedauert. Mit seiner 4090 Nvidia, die er in seiner Workstation drin gehabt hat, hat ein paar Stunden gedauert. Ja. Über die Gesamtlaufzeit gerechnet, hätte das MacBook mehr Strom gebraucht für das Ganze zum Rendern als die Workstation. Ja. Also ist es immer der Anwendungsfall. Das große. Jemand, der rendert und videoschneidet, würde kein Qualcomm-Notebook empfehlen. Ich meine, gut, dann fällt, das ist klar, also wenn du jetzt in diese Richtung gehst, wärst du einen Standrechner höchstwahrscheinlich haben. Naja, oder ein sehr fucking starkes Notebook, gibt's ja. Das hängt halt dann am Strom, aber ja. Ja, das hängt sicher am Strom, weil sonst geht das nicht. Eben, es gibt immer auf den Anwendungsfall an, sowas wie Internet surfen und ein bisschen Office machen oder Google Docs. Das geht mit Vollstock. Geht mit dem Qualcomm. Das geht mit einem Raspberry Pi mittlerweile. Ja, stimmt. Also von den, ich meine,
Obwohl man auch dazu sagen muss, dass man natürlich bei so größeren Renderprojekten dann auch ganz gern auf Renderfarmen Das ausweicht. sowieso, das sowieso. Das ist, also Also das das macht ist. der in dem Fall auch, also meistens bei wirklich bei den Ja. sehr großen, aufwendigen Sachen. Aber in dem Fall wollte er es einfach mal wissen. Ich verstehe, was. Ich meine, man muss sagen, Nvidia rein. Man kann jetzt von Nvidia, von der Firma halten, was man Wie will. viel? Aber rein von dem, was sie an Produkten haben, die seien schon sehr, sehr gut. Also eine 4090 von Nvidia, das Ding kann schon Ja, was. eben. Das hat halt da Rohleistung ohne Ende. Ja, also sie wissen, was sie dafür verlangen, braucht man nicht reden, aber rein vom Produkt her ist das eine super solide Grafikkarte.